So, bist du bereit? Schon da 3 Stunden. Du bist bereit geboren. Nee, das nicht. Ich war immer fertig gewesen bei meiner Mutter. Also ich hab's richtig fett gefistet. Schere, Stein, Papier und Anna Man ist tot. Ja! Und diesmal beginnt wir als erstes Mal, Leute, und so beginnt man eine fucking Runde. Das erste Mal mal wieder als erstes. Die Leute zu fisten, ja, da so beginnt man wirklich. Und ich hab kein Monster gezogen! Nein, ich hab das Drei-Götter-Deck! Oh Leute, Leute, wir begrüßen euch erstmal hier. Kurz mal sagen. Wir beide haben gerade richtig reingekackt. Ja. Also ich ziehe kein Monster und Enderman nimmt das falsche Deck. Wir wollten ein anderes Deck, aber ja, ich aktiviere diese Karte hier. Nein. Oh doch, ich habe Monster. Was? Ich habe das falsche Deck genommen. Ich glaube, ich habe das falsche genommen. Oder? Nein, Alter. Nee, habe ich jetzt das Richtige, was ich nehmen wollte? Oder? Ich weiß es nicht. Ey, wenn wir beide reingekackt haben. Jetzt nimmt er sogar schon Ranex Runde ran. Nein, ich brauche 3 Opfer. Denn ich habe dieses wunderschöne Deck. Grabwächter Fluch. Alter, das ist das Pharaonendeck. Außersehen. Ich weiß nicht, ob das mein eigentliches Deck ist. Komm, sag mal, was du hast. Marshmallow. Naja, war klar. Warum frage ich erst eigentlich? Wenn du schon sagst, Marshmallow ist deine Karte. So, du bist dran. Das Gute ist ja, im Moment kann ich noch deine andere Karte angreifen. Ich greife Marshmallow an. Nee, es ist Drachkong. Oh! Ey, ich mache mir jetzt selber schon fertig. Beende die Runde. Ja, dann würde ich sagen, was ist für heute, wenn er sich schon selber fertig macht. Ja, so weit kommt das noch. So, ich habe jetzt kein Monster gezogen, deswegen ein Tag voller Frieden. Ey, wie kann ein Handy jeden Tag überfordert sein und abstürzen? Ui. Ach, oh nein! Oh nein, oh nee. Du bist. Aber du kannst im Übrigen jetzt auch unbegrenzte Karten haben, gell? Ich beschwöre! Nee, ich will das nicht! Nee, ich will das nicht! Nee! Ist doch scheiße! Ist jetzt diese Karte hier... Das sieht echt gerade gar nicht gut aus bei dir. Nicht direkt. Ich aktiviere den Fluchzerstörer. Und zerstöre den Hügel. Ein leeres Feld sieht besser aus als kein Feld. Ah, muss ich jetzt hier einen Götter holen oder was? Ja. Mir ging deine Karte auf den Sack. Ich aktiviere gerechte Nachspeise. Du kriegst 1000 Schaden für den Ausgleich, dass du mir vorhin 1000 Schaden gemacht hast. Ich will die ganze Zeit die Runde jetzt beenden danach. Ja, du bist. Was hast du da? Verdeckte Karte. Ich beschwöre
Verrückt dauernd, der Finsternis. Nein, ist er verrückt. Er ist total verrückt. Ich aktiviere Horn des Einhorns. Auf verrückter Hund. Und lasse meinen verrückten Hund wieder zerstören. Wenn ich dich angreife. Nee? Du hast nichts? Nee, was? Nee. Denkst du, ich habe immer Fallenkarten oder was? Jo, wir schon. So. Obwohl, nein, dann geht nicht die Karte drin. Wenn ich diese Karte gespielt hätte, würde mich jedes Mal gefragt werden, ey, willst du sie aktivieren, ey? Und hören wir es einmal. Blich? Nein, willst du nicht. Es ist schwer, die Entscheidung gerade eben. Einfach das erste Beste. Das erste Mal. Einfach ja sagen. Einfach immer ja sagen. Hab ich gelernt, ist nicht immer gut. Mir ist jetzt egal, was dein... Du musst mal Karten ziehen hier, Junge. Jetzt komm mal ein bisschen runter von deinem hohen Ross. Ich beschwöre, auch wenn ich das nicht machen möchte, ist mir aber scheißegal. Zeitzauberer der Zeit! Zeitzauberer der Zeit. eigentlich heißt er ja anders, deswegen. Ich nehme den Auge, ich weiß mal nicht, ob das Zahl wieder eine Zahl. Nein! Und nächste Runde ziehst du kein Monster, du Opfer. Ja, dann drück mal auf Fahrendphase, ne? Ich aktiviere mal nichts. Will ich? Doch, sonst habe ich ja keine Abwehr. Ich aktiviere Doppelbeschwörung. Damit ich auch diese Karte setzen kann. Boah, nicht gleich so heftig, Digga. Alter Fall. Ich spiele diese Karte verdeckt. Damit hier mal ein paar Monster auf meinem Feld kommen und du bist. Und ich ziehe, wer hätte das gedacht? Oh, Horn des Einhorns. Schau mal, ich kann hell sehen. Oh my. Oh, nicht so geil. Ich aktiviere Ras Schüler. Oh, der Dreck jetzt. Jetzt geht die Party ab. Schalalala. Jetzt werde ich hart genommen. 1, 2. Mit guter Hoffnung kann ich sein Monster in dieser Runde zerstören. Oder auch nicht. Ja, gute Hoffnung. Sehr gute Hoffnung. Und du bist. Ja, also ich will ja nichts sagen, aber Betty sieht's gerade nicht so rosig aus. Also Leute, wie gesagt, ich habe das falsche Deck genommen. Und deswegen eigentlich ziemlich reingekackt, aber... Ja, warum hast du reingekackt? Du hast ein gutes Deck. Ja, schon, aber ich wollte ja das andere Deck haben. So, holen wir uns kurz live vor den Himmelsdrachen. Ja, ist mir klar, mach mal. Mama. Okay, Bock auf den Alten. Mama, der Mob geschieht, genau. So, dann ganz kurz alle meine Karten an der Hand. Weg damit. Auch die Kugel. So, einfach alle Karten einfach weg ins Deck. Oh, ja, was ziehe ich als erstes? Die Kugel. 5 Monster. Ich will eigentlich gar nicht angreifen. Ich will was anderes machen. Was schaust du mein, was machst du da? Hörst du auf damit? Hören Sie auf damit! Ach du nichts, was hast du? Was, hören Sie bitte auf damit?
nee. Aber was hat denn der jetzt? Ist das diese Karte verdeckt? Ui. Ui. Ein 3-Sterne-Monster in Verteidigungsposition. Was könnte er sein? Das ist diese Karte hier. Ui. Beende die Runde. Und was ist mit Monstern auf deiner Spielfeldseite? Wenn ich mal sehen würde, ich aktiviere den Effekt Sackverkäufer. So. Ah, jetzt geht er schon wieder Särge verkaufen, Mann. Ja, ich liebe es. Ach Gott. Von den Steinsärgen muss man überlegen, diese damals rumgetragen haben. Was kann ich denn für den Effekt? Das kannst du aktivieren, ne? Ich aktiviere Angebot der Verdammten, um meine nächste Druckphase zu überspringen. Opfere ich dein Slifer der Himmelsrache. Das okay, ich teste was. Ui. Staubtornado. Mal sehen, ob das was schneller wird. Ja. Fuck. Ja. Dadurch kriegst du noch 500 Schaden. Nein, 300. 300. 500 Schaden. Ich bin mal nur unten. Aber trotzdem setzt er kein Monster. Warum? Weil ich keins habe. Weil ich keins habe. Wahrscheinlich hast du so eine ganze Hand voller 5-Sterne-Monster. Schön wär's. Ich werde einfach... Noch. Oh, diese Runde ziehe ich leider nichts. Ja, ich weiß, dass ich meine Tore... Ja, toll. Muss ich noch eine Runde warten oder was? Karte aktivieren. Ja, möchte ich aktivieren. Denn ich bin nicht sehr glücklich darüber, dass du ich will aber Geld verdienen. Gut, dann mache ich in Angriffsposition ändern. Effekt aktivieren. Ah, nein. Und ich greife. Boah, bin ich Monster greifen an. 1, 2, 3. Kannst du überhaupt angreifen? Nö. Nein, kannst du nicht, weil du den Effekt aktiviert hast. Ha, du Dummkopf, Alter. Das ist. Ach so, ja, stimmt ja. Das Monster behält ja die Angriffspunkte. Genau. Bist du auf den Kopf gefallen, oder wie? Ja, weil ich. Das mit dem Monster wieder verwechselt hab. Wir haben ewig nicht mal gespielt. Jetzt hat er in der Hüssel Wir haben ewig nicht mehr gespielt. Ja, weil du gerade jemanden durchnehmen musstest am Wochenende. Reaktiviere Effekt. Und setz diese Karte ja. Und beende die Runde. Oh, ich habe gar nicht nur so viele Karten in meinem Deck. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Weil du immer wieder ziehen musst. Ziehen. Ich leih mir kurz mal deine verdeckten Karten aus. Ach, der Kack. Nein, ich habe ja keinen Platz. Ja! Scheiße. Okay, dann muss ich warten, bis ich ein schwarzes Loch ziehe. Mich würde jetzt mal interessieren. Ich opfere deinen... Ja, kannst du. Das haben wir doch schon geklärt. Ja, aber was passiert dann? Ja, gar nichts. Es geht einfach weg. Geht einfach auf den Friedhof. Das ist sehr gut. Für ein verdecktes Monster, Mann! Ob du auf den Kopf gefallen bist, habe ich gefragt. Nee, noch nicht. Aber bald. Aber bald. Sehr bald. Ja, toll. Jetzt muss ich den Ra so beschwören. Sehr gut. So, Drachgong. Ja, genau. Genau. Hurra. Natürlich aktiviere ich den Effekt 6100 ATK. AMK. Ra-I-Geki. Ja. Leute, dann würde ich sagen, das ist für heute. Schaut bei Man of the World vorbei. Checkt mal alle Links in meiner Beschreibung ab. Bei ihm vielleicht auch, keine Ahnung. Gibt ihm mal einen Daumen nach unten, mir einen Daumen nach oben. Deabonnieren am besten bei ihm, bei mir abonnieren. Hä? Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Hast du noch ein paar letzte Worte? Ich glaube, das heißt nein. Tschüss.